So, einen wunderschönen guten Morgen, Cap 60 und Ehrenchan. Schön, dass ihr schon am Start seid. Um 11.10 Uhr haben wir jetzt gerade. Mag an einem Sonntag vielleicht noch ein bisschen früh sein. Allerdings haben wir ja um 14 Uhr heute, haben wir einen Livestream zum Thema Godzilla 2014, wo wir den gesamten Film besprechen. Und ich muss sagen, ich habe den Film nicht nochmal neu sehen können. Das heißt, den Film habe ich, glaube ich, damals nur im Kino gesehen, seitdem eigentlich nicht mehr wirklich. Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, ey, es würde eventuell sich ja anbieten, dass wir, wenn wir auf YouTube bestimmte Themen live besprechen, wie Godzilla oder auch Jurassic-Themen, dass wir die uns dann vorher gemeinsam hier angucken. Auf Twitch. So. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch wieder die Frage, wie wollen wir das Ganze machen? Wie war das Kinoerlebnis damals? Ich fand den Film damals ganz geil. Mein Bruder fand den Film nicht so gut. Der ist aber sehr, also der mag es nicht, wenn das so übertrieben ist. Ne? Das heißt, der ist eher so ein Fan von Godzilla, Roland Emmerich, weil das mehr Richtung Jurassic Park geht. Und das war ihm zu viel Monster-Action. Ich fand den aber damals geil. Und kann jetzt auch hier schon mal eine Lanze für den Film brechen. Ich finde, dass Godzilla 2014 in meiner Erinnerungswahrnehmung der beste Teil des gesamten Monsterverse ist. Das kann sich jetzt noch ändern. Ich weiß es nicht ganz genau. So, ich hatte angekündigt gehabt, dass der Film auf Twitch verfügbar ist. Nein, Quatsch, der ist auf Netflix verfügbar. Da könnt ihr das Ganze quasi kostenlos testen. Das heißt, wir werden jetzt hier keine Watch-Party im regulären Sinne machen. Wir machen das eigentlich, wie es bei mir auf dem Kanal im regulären Sinne passiert. Und zwar, erstmal haben wir oben noch das Logo, das eingeblendet werden muss. Ihr habt jetzt noch die Chance. Ich gebe euch noch so ungefähr, keine Ahnung, noch so 10 Minuten, Netflix zu öffnen und den Film schon mal bereitzustellen. Und dann werden wir einfach gemeinsam auf Play drücken. Das heißt, ihr habt dann hier oben wieder mal diesen Timecode eingeblendet. Ich weiß gar nicht, wo ich den am besten hinstecken soll. Überlege ich mir gleich noch. Und anhand von diesem Timecode könnt ihr quasi dann euren Film synchronisieren und eben dann parallel dazu mitschauen. Das ist eben die einzige Möglichkeit, die uns Netflix jetzt anbietet. Amazon gibt uns ja auch die Möglichkeit, gemeinsam eine Watchparty zu machen. Das haben wir eben jetzt hier nicht gegeben. Aber ich dachte mir gerade so, dass Filme gucken gemeinsam, wenn der Film auch auf Netflix verfügbar ist. Und ich will einfach mal behaupten, dass ein Großteil der Leute da draußen Netflix haben oder auch gerade Godzilla-Filme vielleicht zu Hause auf DVD, auf Blu-ray selber besitzen. Ich meine, auf meinem Kanal geht's ja generell nur um Godzilla und um Jurassic Park und Jurassic World. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann da mitgucken kann mit dieser Timecode-Funktion, ist dann doch relativ hoch. Und ich überlege gerade, ob man das generell öfter mal machen könnte. Wir werden da mal schauen. Ich werde dann nachher mal eine Umfrage auf YouTube machen, ob wir das vielleicht auch in Zukunft bei den Jurassic World neue Abenteuer-Episoden machen sollen. Ich habe Episode 3 jetzt schon gerewatcht, das heißt Episode 3 bekommt dann auch heute, wenn es gut läuft, noch ein YouTube-Video dann spendiert von Jurassic World Camp Cretaceous und in Zukunft könnten wir das Ganze allerdings dann auch wirklich hier auf Twitch live zusammen gucken, eben mit diesem Timecode hier. Das hört sich am Anfang immer alles so Larifari an, aber ich finde, es ist gar keine so dumme Idee, weil es ist einfach total simpel. Ihr müsst nur Netflix aufschlagen. Ich zähle dann runter von 3, 2, 1 und dann geht's quasi los mit dem Film oder mit der Episode. Und so können wir das alles zusammen gucken. Parallel dazu könnt ihr eben auch noch im Chat dazu schreiben. Ich finde, das ist gar nicht so doof. Und ihr könnt dann sogar, wenn ich euch mit meinem Gelaber auf die Nerven gehe, könnt ihr mich einfach auch ganz kurz mal stumm schalten. Das ist natürlich auch ein riesen Vorteil an der ganzen Sache. Ja, so viel eben dann dazu. Ich bin soweit, lese ich jetzt hier gerade schon. Ich warte trotz allem noch mal ganz kurz ab. Ich denke jetzt mal um die Uhrzeit werden hier nicht allzu viele Leute mit reinkommen, um den Film mitzuschauen. Währenddessen werde ich mir aber ganz kurz noch mal hier mein Wasser zusammenmischen. Ich habe mir nämlich angewöhnt, hier in diese Thermoskanne einfach Eis und Zitronen reinzufüllen. Kann man das irgendwie sehen? Eis und Zitronen reinzufüllen. Wo ist die Zitrone? Ich meine, die ist da drunter. Genau. Und dann erst das Wasser separat drauf. Dann schmeckt das nämlich sehr, sehr frisch. So. Aufpassen, dass hier nichts überläuft. Guten Morgen von, oh Gott, Sati
Wahase. Ich spreche es einfach jetzt beim Asiatischen aus. Passt ja auch dann zum Thema. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Du meinst, mein Internet geht wieder... Ach, scheiße. Das ist, wenn du gleichzeitig versuchst, den Chat zu lesen. Das ist ja Gott sei Dank nur Wasser, das sich gerade in meine Maus rein so chillt. Ich mach's sofort weg. Das Internet war eigentlich nicht wirklich das Problem bei den letzten Streams gewesen, habe ich herausgefunden. Das Problem ist gewesen, dass ich das falsche OBS runtergeladen hatte, weil ich habe ein MacBook zu Hause und das MacBook besitzt diesen M2-Prozessor. Und da gibt es eine extra Version von OBS, welche mit der Grafikkarte vom MacBook und eben mit diesem Prozessor harmoniert. Und die andere Variante macht es eben nicht. Das ist genauso, wie wenn ihr euch auf dem Windows-Rechner die MacBook-Variante runterladen würde. Dann würde der Windows-Rechner auch sagen, Moment, bist du dumm. Das war eben der Fehler gewesen. Achso, deins ging nicht. Okay, verstehe. Dann umsonst gerechtfertigt. Wenn es jetzt wieder geht, ist doch alles super. Ich hole mir gerade mal ganz kurz ein Handtuch oder sowas. Ne? Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ach, da haben wir doch was. So. Dann würde ich nämlich sagen, ihr habt jetzt genug Zeit gehabt, euch darauf vorzubereiten. Letzte Ansage nochmal, ihr könnt jetzt Netflix öffnen. Den Film Godzilla 2014 raussuchen, was ich vielleicht selber auch mal machen sollte. Und dann starten wir gleich automatisch und gemeinsam. Den Film. Oh. So. Bitte auf Vollbild. Sehr schön. Ich muss irgendwie seit neuestem immer aufpassen, wenn ich aufstehe, dass dann mein Pulli nicht hochschnallt. Ich bin ein bisschen fett geworden. Muss man auch wieder dran arbeiten. Okay. Seid ihr ready? Dann beginnen wir. Moment, noch nicht, keine Panik schieben. Ich muss noch ganz kurz mal was gucken, wo wir am besten den Timecode hinstecken werden. Noch nicht auf Play drücken. Das hier ist noch nicht der Timecode, der laufen soll. Das ist nur ein Test. Ich will nur gucken. Ist das so okay? Ja. Ich beantworte einfach jetzt die Frage mal für euch. Ich sage einfach ja, das ist in Ordnung. Okay. Könnte man auch einen Rewatch zum den alten Godzilla-Film machen? Ich weiß nicht richtig, viele Filme, aber möchte nur fragen. Auf jeden Fall, es gibt die alten Godzilla-Filme, gibt es auf Amazon. Die musst du dir aber kaufen, glaube ich. Ich habe mir dann nämlich mal den allerersten gekauft, 1954, den Schwarz-Weiß-Film. Den bekommst du auf jeden Fall auch digital. Das könnte man genauso schauen wie jetzt das hier eben auch. Das würde funktionieren, ja. Vodafone ist nicht so stabil. Als noch Unity Media gewesen ist, gab es die Probleme noch nicht so heftig. Da musst du eben mal schauen, was bei dir der beste Anbieter ist. Hier bei uns zum Beispiel im Dorf am Arsch der Welt, hier geht nur Vodafone. Wenn du irgendwas anderes hast, dann geht's einfach nicht. Also bei uns ist Vodafone ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst geht hier gar nichts. Wir starten, ihr Lieben. In 3, 2, 1 und Play.
Stimmt, hier war sogar noch der Starcast mit dabei. Elizabeth Olsen und wie ist er? Aaron Taylor Johnson. Monarch. Würdet ihr es cool finden, wenn die mal wieder auftauchen würden? In irgendeinem Godzilla-Film? Dann könnten sie nämlich einfach ganz gepflegt Millie Bobby Brown mal rausschmeißen. Die unsympathische Bratze. Die Szenen, die ihr übrigens gerade alle im Hintergrund seht, hoppla, das sind alle Szenen aus, die ihr auch in Monarch seht. In der Apple TV Plus Serie Monarch wird das, was ihr im Hintergrund gerade seht, auserzählt, also was da gerade abgeht. Das waren nämlich nur bedingt Tests. Ja, und den Typen, der das Symbol auf die Bombe gemalt hat, lernen wir auch kennen. Godzilla. Ich wette mit euch, der Film wird wieder unfassbar geil werden. Ich hab den echt im Kino das letzte Mal gesehen. Also komplett zumindest. Oh Gott, Jurassic Park Flashbacks? Tauscht Monarch gegen Injun aus. Jurassic Park. Philippi 1999. Hat der Film die ganze Zeit diesen Look? Der hat so einen richtig natürlichen Look gerade. Das gefällt mir richtig gut. Das ist ja später alles weg. Später hast du ja dieses ganze Hochglanz-Gedöns. Quasi der gleiche Vorfall, den wir auch aus Monarch kennen, nur halt woanders und zu einer anderen Zeit, aber es war ja da auch so ähnlich gewesen. Ja, die Szene am Flughafen, die kommt noch. Das ist die, wo der Fuß zum allerersten Mal zu sehen ist, gell? Moin, Els Donsnow. Schön, dass du auch hier am Start bist. Weiß man eigentlich inzwischen, was das für ein Skelett ist? Und ist es auch von einem Godzilla, oder? Wurde das jemals aufgelöst?
hab schon mal gehört, dass das von einem Godzilla gehört. Die Axt, was von Kong, hat wahrscheinlich auch die Rückenplatte vom selben Skelett. Ist das so? Aber das wurde nie irgendwie offiziell bestätigt, oder? Dass das so sein könnte. Oder dass das so ist. Wollten wahrscheinlich nur zeigen, dass es Kaijus gab. Sieht aber sehr nach einem Godzilla-Skelett aus. Ja, okay, nee, ich dachte, das wäre vielleicht echt mal offiziell irgendwie erklärt worden, was das ist. Wir schauen Godzilla 2014 gerade. Einfach noch Bryan Cranston beim ersten Film dabei gewesen. Hallo Andibar, mir geht's gut, wie geht's dir? Hast du einen Kater? Jetzt check ich das erst, alles gut, alles gut. Nee, eine Katze. Okay. Aber ich mag den Aufbau von dem Film jetzt schon extrem gerne. So diese normale Familie, die einfach in diese Scheiße mit reingezogen wird. Ja, die Kritik war damals am Film auch gewesen, dass die halt immer wegblenden, das siehst du gleich noch, wenn Godzilla auftaucht. Das heißt, wir sehen dann quasi, wie der Muto da ist und wie Godzilla da ist und dann kommen die aufeinander zugerannt und dann gibt's dann auf einmal einen Schnitt und wir schalten woanders hin. Das war damals halt so eine Kritik gewesen. Die Szene ist halt aber schon übel, die jetzt kommt.
ich hätte das Tor auf gar keinen Fall zugemacht. Also zumindest nicht, bevor sie raus ist. Alles gut, Andi Bar, alles gut. Oh. Ach, er hat sie gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, sie würde schon auf ihn zurennen und dann macht er erst das Tor zu. Dann war das ja ganz anders gewesen. Okay. Jetzt taucht sie aber auf, ne? So war das. Die machen es relativ konsequent. Die lassen sie ja wirklich jetzt sterben, ne? Es sei denn, die taucht jetzt irgendwie in Godzilla Kong nochmal auf und dann heißt's, oh, ich bin eigentlich nur im Axis Mundi gewesen und das glaube ich aber nicht. Trinkst du Kaffee oder Tee? Ich trinke einmal Kaffee. Das ist das hier. Hier drinne. Und des Weiteren trinke ich hier noch Wasser mit Zitronensaft, also mit frisch gepressten Zitronen. Oh. Oh, Anibar. Dann geht der Kaffee jetzt hier auf dich. Und auf deinen 36. Ne? Aaron Taylor-Johnson ist aber auch so eine ausdrucksstarke Flöte, gell? Jetzt in Anführungszeichen. Rogue One ist auch vom selben Regisseur, echt jetzt? Ja, was gab's denn da für Differenzen? Warum waren Godzilla so wenig im Film? Es ist so seltsam, Quicksilver und Scarlet Witch als Paar zu sehen. Das fühlt sich so falsch an. Aber auch modern. Und das ist jetzt eine Sache, die kann man jetzt schon kritisieren, oder ich kann die kritisieren, dass ich halt nicht verstehe, warum man erst von diesem normalen Familienvater, von Bryan Cranstons Figur, jetzt wieder rüber switchen muss zu irgendeinem Armee-Fuzzi, der wieder in der Armee ist. Und warum können wir nicht bei normalen Menschen einfach bleiben? Bei ganz normalen Figuren. Das ist, glaube ich, so ein Hollywood-Problem, ne? Das geht nicht.
Die müssen immer krass sein in irgendwas. Guckt euch Owen an bei Jurassic World. Joe heißt der Vater, okay. Ich glaube schon, dass die Motus irgendwie von Insekten, also dass das eine Interpretation von Insekten sein könnte. Die sehen ja auch schon so ähnlich aus. Das würde auf jeden Fall passen. Was ich finde, dass Owen mehr Action reingebracht hat. Aber er war halt einfach unbesiegbar, ne? Das ist diese Plot-Armor wieder gewesen. Das ist bei ihm hier, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, bei Aaron Taylor Johnson. Ich glaube, dass der kommt wieder besser rüber als Owen, weil der wirklich in Gefahr ist, wenn Godzilla auftaucht. Serizawa, ja. Naja. Wie heißt der Schauspieler? Ken Katanawe oder so, ne? Nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Die Hauptfiguren von Jurassic Park hätten alle sterben können. Ich meine, Ian Malcolm hat man erst für tot gehalten im Film. Die Hauptfiguren in Godzilla Minus One, die hätten alle sterben können. Das waren keine krassen Figuren, die überleben müssen. Das ist immer, wenn du aber halt so Stars an Land holst, dann überleben die meistens, ja. In so einer Art könnten wir auch einen geilen Jurassic Park Film machen. Wenn das eh nochmal quasi ein Reboot ist, das quasi ja nach Dominion spielt, ja. So ein Film einfach, wo es eigentlich keine Dinosaurier mehr gibt. Aber irgendjemand, wie jetzt eben hier Bryan Cranston, behauptet einfach steif und fest, doch, ich habe welche gesehen.
Und dann wird das eben so ein Mysterium aufgebaut. Sind die jetzt wirklich wieder da? Gibt es wirklich wieder welche und bla bla bla. Aber ich dachte auch, dass er Godzilla gesehen hätte. Ich dachte, man sieht den ganz kurz, wo das Atomkraftwerk einstürzt, aber hat man nicht. Aber wir können über Jurassic World und so nochmal in Ruhe reden, wenn wir das hier auch mal vielleicht live gucken. Das können wir auch gern machen. Da gibt es viel zu besprechen. Nee, der Muto ist scheinbar nach einer Fledermaus inspiriert, ne? Das würde aber auch passen, glaube ich. Dieses Saugen von Radioaktivität eben, das ist, und Saugen von Blut halt, ne? So. Ich schaue das gerade auf Deutsch. Auf Deutsch, ja. Wieso? Gibt es da einen Unterschied? Es gibt ja so Varianten, die man lieber im Original gucken sollte. Ach, du meinst jetzt hier wegen den Geschlechtern, ja. Aber ist das nur bei Insekten so? War das nicht bei Dinosauriern früher ähnlich, dass vom T-Rex das Weibchen größer war als das Männchen, laut aktuellen Theorien? Quarantänezone. Boah, wie krass das einfach nur aussieht. Bisschen The Last of Us Vibes gerade. Wie gut dieser Film aussieht, krass. Gerade jetzt hier, gerade dieses apokalyptische Szenario, das sieht ja schon geil aus. Ich bin so ein Labello-Suchti geworden, ey. So wie der Muto, Radioaktivität so chill ich an Labellos rum. Rieseninsekten. Die haben denselben Bullshit aber wirklich auch in Monarch abgezogen, ne? In Folge 1, glaube ich sogar, mit dem Kind, das dann mit so einem Gewehr auf einmal auftaucht. Und dann heißt es auf einmal auch, hier ist gar keine Radioaktivität. Ich
Das war gerade schon cleverer. Das fand ich ganz cool mit dem Spielzeugpanzer eben und dem Rieseninsekt, das da so drüber klettert. Könnte auch eine Moto-Anspielung wieder sein. Du hast recht. Vielleicht wirklich Insekten. Bei Fischen sind Weibchen auch größer, okay? Aber ja gut, der Moto ist ja kein Fisch. Deswegen, da Insekt, vielleicht passt das schon irgendwie. Vielleicht wurden sich da auch gar nicht so viele Gedanken jetzt gemacht, wie wir das jetzt hier gerade machen. Grüezi Nini PNG, schön, dass du am Start bist. Ey, Cloverfield würde auch geil hier ins Universum mit reinpassen. Cloverfield, Pacific Rim und Godzilla. Ich würde es nicht verkehrt finden. Und ich hasse Universen. Boah, stimmt, der Tag, an dem seine Frau gestorben ist, ist einfach sein eigener Geburtstag. Ey, Serizawa, also der Schauspieler Ken Katanabe heißt der, glaube ich. Der, ich weiß nicht, ob der manchmal einfach mit Absicht Wörter falsch ausspricht. Gerade im Original fällt es, finde ich, voll auf. Als wäre das so ein Markending von dem. Guckt euch mal Inception auf Englisch an. Da ist das total krass, dass der jedes zweite Wort einfach falsch ausspricht. Aber in anderen Filmen dann komischerweise andere Wörter falsch ausspricht. Als müsste er so jedes dritte Wort einfach falsch betonen. So kommt es manchmal irgendwie rüber. Ach echt? Auf diesem Terrarium steht auf diesem verpuppten Insekt Mothra. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Geil. Und das finde ich auch krass, im Trailer hast du ja nichts von diesem Muto jemals gesehen. Einmal kurz den Fuß, glaube ich, oder sowas. Aber ich glaube, man wusste auch vorher nicht, dass da noch ein anderer Kaiju mit dabei sein soll. Alles klar, an die Bar, hau rein. Dir noch einen schönen Sonntag. Aber jetzt mal ganz im Ernst, um das Exes Mundi nochmal ganz kurz zu verteidigen. Es ergibt doch jetzt einfach Sinn, dass Godzilla sich wirklich einfach wieder verpissen kann, nicht aufzufinden ist und dann irgendwo wieder auftauchen kann. Die Unterwassertunnel hätten auch Sinn ergeben vielleicht, aber die hätte man irgendwie auch abscannen können wahrscheinlich.
mit diesem Access Mundi ist das alles jetzt schon so ein bisschen, es fühlt sich nicht so falsch an, wie es am Anfang sich angefühlt hat in der Serie. In Monarch. Es war ja auch gar nicht Godzilla, ne? Das mit dem Atomkraftwerk am Anfang, das war auch der Muto gewesen, klar. Die haben ja auch gezeigt, wie aus diesem Ei was rausgekommen ist. Und dann ist ja diese Spur da lang gezogen, wie so eine Larve quasi auch schon. Das heißt, das war der Muto, das war nicht Godzilla mit dem Atomkraftwerk. Das habe ich auch falsch in Erinnerung gehabt. Ja, warum sollte es keinen Sinn machen? Okay, der Plan ist jetzt nicht ganz durchdacht gewesen. Die wecken das einfach jetzt auf, das Vieh, ne? Ja. Gut gemacht. YouTube-Kanal Baryonyx macht animierte Kämpfe mit Monsterverse Kaiju. Da muss ich mal reinschauen, hört sich gut an. Ihr bekommt gleich erstmal eine visuelle Klatsche, glaube ich, wenn ihr da jetzt rauskommt. Genau, und aus dem ersten Ei ist das Weibchen gekommen und das hier ist das Männchen, glaube ich. Oder ist, da ist die Glibberhand. Oder was ist das? Ja. An sich war die Idee gar nicht mal so dumm mit diesen Stahlseilen. Aber das bringt halt gar nichts, ne? Bei diesen Riesenviechern. Obwohl die Seile können ihn gerade wirklich ein bisschen zurückhalten. Oder auch nicht.
Ah, der drückt die jetzt runter, ne? Krass. Oh, Alter. Okay, noch hält's fest, aber ich würde jetzt rennen. Oh Gott. Ist Bryan Cranston jetzt schon tot? Bryan Cranston, so rum. Die Stimme in Deutsch passt aber auch gar nicht zu ihr, finde ich. Wir sind einfach alle tot. Oh ne, er lebt noch. Ja, die haben einfach den kompletten Stadtteil, haben die abgesperrt und einfach so verwildern lassen. Ja, okay, das war es jetzt also doch. Das heißt, sie haben jetzt hier Bryan Cranston nach 40 Minuten aus dem Film genommen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. In Monarch Legacy of Monsters nennen die sogar Godzilla einmal ein Muto. Würde ja auch passen dann.
Aber hat das Muto auch dann einen richtigen Namen? Weil dann ist ja Muto nur eine Bezeichnung quasi, sowas wie Kaiju oder auch Titan. Das ist ja dann kein Name an sich, so wie Kong oder Godzilla. Kannst mal eine Size Competition, meinst du wahrscheinlich, machen? Von den Kaiju ist teilweise sehr unterschiedlich, aber interessant. Das stimmt. Du meinst aber aus dem Monsterverse dann wahrscheinlich, ne? Dass man da einfach mal die Kaiju nimmt und dann mal guckt von den Größenverhältnissen her. Das kann ich echt mal machen. Gar keine schlechte Idee. Dann nach Größe ranken. Waren keine Tests. Gojira. Achtung. Guck mal, das wusste ich aber auch nicht mehr. Den Grund, warum die in die Hohlerde sind. Also sind die Kaiju ins Innere der Erde gegangen, weil die Radioaktivität an der Oberfläche nachgelassen hat? Aber warum kamen die dann jetzt wieder an die Oberfläche? Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich gerade draußen war, aber wurde das eben gerade erklärt? Also, dass die in die Hollow Earth quasi runter sind, wegen der Radioaktivität, habe ich verstanden. Und warum kommt Muto aber jetzt wieder nach oben?
Hintergrund, ja, danke dir. Mit den Jurassic Park Brettspielen, meinst du? Wird noch ein bisschen ausgearbeitet da hinten alles. Oder ist der Muto jetzt wieder an die Oberfläche gekommen wegen dem Atomkraftwerk, weil er eben diese Energie da gespürt hat? Ist das der Grund? Das ist jetzt auch so ein Plotaufbau, dass der Soldat jetzt unbedingt noch ein Kind braucht, auf das er aufpassen muss. Am besten noch ein fremdes Kind. Servus, wie geht's dir? Uns geht's gut, denke ich mal. Aber jetzt. Ich finde es keine Kritik, aber ich merke jetzt ja wirklich, Godzilla taucht tatsächlich erst nach einer Stunde vom Film auf, circa. Ich mag das ja, wenn du dich auf irgendwas vorbereiten musst, während du einen Film guckst, und wenn das sehr dezent dann eingesetzt wird, ne? Und wenn Godzilla hier auftaucht, finde ich es immer sehr wuchtig. Und dann hast du immer so einen geilen Effekt dann auch. Das ist nicht so übersättigt, aber ich verstehe Leute, die es halt nervt, dass es so lange dauert, ja. Er frisst einfach die atomaren Dinger, als wären das so Tic-Tacs, ey. Ja, wir schauen alle Monsterverse-Filme. Also ich schaue die jetzt immer erst hier auf Twitch, live mit euch zusammen. Danach machen wir auf YouTube einen Talk über den Film. Der kommt heute um 14 Uhr live auf YouTube. Ja. Das heißt, wir schauen uns dann nächste Woche King of the Monsters an, nächsten Sonntag. Okay, jetzt kommt Godzilla. Jetzt müssen wir das genießen. Die Netflix-Serie ist kacke. Die kannst du jetzt auch sein lassen können.
Aber ist der Muto jetzt hier nicht eigentlich viel kleiner als Godzilla? Auch eine geile Fähigkeit eigentlich mit diesem EMP. Das ist schon eine coole Fähigkeit, ey. Ich finde Godzilla 2 auch nicht schlecht, den King of the Monsters, aber ich mag den halt mehr. Weil der zweite, der ist mir zu überladen. Da ist ja permanent irgendwas. Und dann taucht Rodan auf, und dann taucht Mothra auf, und dann taucht Ghidorah auf, und dann schießen Blitze und bum bum. Und das ist hier einfach atmosphärischer gerade. Jetzt gerade die Szene hier, ey. Das Wasser geht langsam zurück, und dann siehst du dann gleich, wie Godzilla da. Und das ist schon geil. Und das hast du einfach später halt nicht mehr. Ja, schon ein bisschen an Jurassic Park, das stimmt tatsächlich, ja. Boah, ich wollte zu diesem Skull Island Ding schon mal ein Video machen, aber das wäre eigentlich nur Gemecker gewesen. Ich weiß es noch nicht, ob das sich überhaupt lohnt, da überhaupt mal drüber zu sprechen. Weil ob du die kennst oder nicht, ändert einfach gar nichts. Gojira. Guck mal, der will einfach nichts kaputt machen. Zumindest jetzt hier beim Schiff. Jetzt, wenn er wieder auftaucht. Ne? Aber er versucht wenigstens niemanden zu töten. Was jetzt gleich nicht so funktioniert. Boah, das ist schon echt fies, ey. Meint ihr, Godzilla denkt sich jetzt gerade so, ups? Weil der will ja eigentlich keinen töten. Das sieht schon geil aus, ey. Das ist. Das gefällt mir so gut einfach. Und das meine ich halt auch, obwohl Godzilla hier halt nicht so oft zu sehen ist, der ist trotzdem immer so präsent. Das ist schon geil. Und dass der halt einfach dann im zweiten Film auch so als Held abgefeiert wird, das hat mir auch nicht so ganz gepasst, finde ich. Weil er will zwar nichts kaputt machen, aber er tötet hier einfach jetzt gerade, während er nur aufsteht, Hunderte von Menschen. Ja, es gibt ja so Filme, wo du, die guckst du dann noch ein zweites Mal und dann merkst du halt, okay, so geil sind die gar nicht. Ich finde den jetzt aber auch gerade sehr, sehr geil. Boah, ey. Aber wie die mit den Lichtern spielen in der Dunkelheit, ne? Das ist schon geil gemacht. Tschüss und tschüss und tschüss und tschüss.
Ist da eben Godzilla noch aufgetaucht nebenbei? Ja, ne? Ey, was da einfach abgeht gerade. Das ist so abartig. Das ist auch so ein geiler Moment schon wieder. Guck, und eben weil du Godzilla hier nur so dezent siehst, kommt das einfach auch so gut rüber. Jetzt eben der erste Cut, wieder weg. Vom Geschehen. Und das kommt halt öfter jetzt hier vor. Das kann man schon kritisieren, denke ich. Jetzt sieht man da im Fernsehen im Hintergrund, glaube ich, den Kampf, ne? So ganz kurz. Oder? Nee, auch nicht, okay. Aber wie schön er aber auch schwimmt. Wir begleiten den jetzt einfach mit ins Meer. Ach, die gehen jetzt schon Richtung San Francisco, oder was? Ja. Der Motor hat sein Weibchen gerufen. Hey, Danio 99, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, ja. Finde ich auch witzig. Aber ist das Brüllen von ihm nicht auch noch davon übrig geblieben? Das ist so ein Mischmasch aus Wal und Gorilla? Wie nichts.
Da ist überall radioaktiver Scheiß drin, gell? Was suchen die denn jetzt? Oh. Oh, okay, verstehe. Da ist wohl Mrs. Muto rausgekommen, ne? Da ist Mrs. Muto, guck mal. Die hat so einen richtigen Scheißtag. Die geht erstmal nach Vegas jetzt das Geld verzocken. Hat die gerade ganz Las Vegas einfach den Strom ausgesaugt? Okay, 1 Stunde 4 Minuten und jetzt wissen wir, was eigentlich los ist. Jetzt fängt der Film eigentlich jetzt wirklich an. Die Musik noch dazu, ist ja geil. Die Szene gab es übrigens auch im Trailer, da haben die aber den Muto hinten rausgeschnitten gehabt. Guck mal, der macht das voll mit Absicht kaputt, dieses Drecksvieh. Hä, seid ihr dumm? Ja, richtig. Ja, wie wär's, wenn ihr denen einfach keine Strahlung gibt? Gojira. Aber, mal eine Frage. Ist Godzillas Atomic Breath nicht auch ein radioaktiver Hitzestrahl? Sollte der Muto nicht den dann irgendwie auch absorbieren können? Oder macht er das sogar noch? Ich weiß es nicht mehr. Sein Erfinder Ishiro Honda wurde gehänselt und Wal genannt, weil er dick war. Und Kong war ja das berühmteste Monster damals. Deswegen die Idee. War Kong, ist Kong älter als Godzilla? Ich weiß es gerade echt nicht. Immer ganz kurz nochmal, nur um es zwischendrin zu schmeißen, wenn ihr Kommentare unter meinen Hauptkanal schreibt auf YouTube, dann hört auf, nur große Buchstaben zu benutzen. Das wird als Scam anerkannt. Und dann wird das quasi in so einen extra Filter geschmissen und dann sehe ich es nicht mehr.
Weiß eh nicht, warum man das macht. Einfach ganz normal schreiben. Anfang des Satzes groß, erster Buchstabe immer groß. Ja, Punkt. Pong ist von 33. Okay, interessant. Werde ich mir aber auch nochmal zulegen. Ich liebe ja diese alten Schwarz-Weiß-Horror- oder Monster-Dinge. Den Original-Kong habe ich aber noch nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Skullcrawler kommen nicht aus dem Monsterverse oder was? Das heißt, Skullcrawler gab es auch schon früher. Bist du dir sicher? Muss ich gleich mal schauen. Tatsache. Ist ja krass. Hießen damals nur nicht Skullcrawler, ne? Aber das sind die. Ich will es euch hier mal ganz kurz einblenden. Nicht erschrecken, wenn es jetzt ein bisschen groß rüberkommt. Ich mach's gleich wieder kleiner. Das Vieh hier ist zwar betitelt als Two-Legged Lizard from 1933 Godzilla, King Kong, ist aber definitiv der Vorläufer vom Skullcrawler, hundertprozentig. Krass, vielen Dank für die Info, wusste ich gar nicht. Sau cool. Ja, 100 pro soll der Skullcrawler davon abstammen, hundertprozentig. Sehr coole Info, vielen, vielen Dank. Ist aber halt auch wirklich eine saudumme Idee jetzt gerade, ne? So, du hast ein Monster, das wird definitiv mächtiger, wenn es Radioaktivität frisst. Und die Idee, die du jetzt hast, um das Vieh zu vernichten, ist, wir jagen es mit einer Atombombe in die Luft. Weil die Druckwelle angeblich so krass sein soll. Das ist eine saudumme Idee einfach. Könnte aber auch so eine kleine Kritik an Amerika selber sein, ne? So Hauptsache irgendwo eine Bombe draufwerfen. Die Bombe ist die Lösung für alles. Sie haben Schnupfen, Bombe. Sind Sie schlecht in der Schule, Bombe.
Der Film, der switcht aber auch, finde ich, sehr, sehr gut zwischen verschiedenen Genres. Wir haben jetzt so ein Kriegsszenario aus der Sicht der Soldaten eben. Ich mag das gerade. Davor hatten wir dieses kurze Drama gehabt, dieses Mystery-Gedöns mit was geht da eigentlich gerade wirklich ab. Und das alles verpackt in so einem Monster-Movie. Ich bin mal nächste Woche gespannt, wenn wir uns King of the Monsters anschauen, aber ich glaube, dass der hier mein Lieblingsfilm des Monsterverse bleiben wird. Bis jetzt ist er zumindest wieder sehr, sehr geil. Das zeugt nicht wirklich von Intelligenz. Bombe. Bombe ist das Riesenäquivalent zum damaligen Zäpfchen. Das war früher das Problemlösungsmittel Nummer 1. Kopfschmerzen, Zäpfchen. Husten, Zäpfchen. Ja, das waren Zeiten. Haben mich schwer geprägt. Ja, ich glaube, King of the Monsters mögen die meisten am meisten. Das ist, glaube ich, von den meisten der Lieblings-Monsterverse-Filme, würde ich mal behaupten. Wie würdest du die Filme jetzt ranken? Mit Skull Island mit dazu, also Kong Skull Island, Godzilla, dann King of the Monsters und dann Godzilla vs. Kong. Oh Gott. Auch ein sehr geiler Shot. So, und das wäre jetzt aber das Weibchen, ne? Das Vieh ist ja um einiges größer als das Männchen. Guck mal, aber obwohl das hier eigentlich Monster sein sollen, oder obwohl das Monster sind, die verhalten sich mehr wie Tiere als die Dinos in Jurassic World. Nicht mal der Muto will irgendwas kaputt machen. Der will einfach nur diese atomaren Dinger da fressen. Der will ja auch eigentlich niemanden töten jetzt gerade. Weil der isst ja nur Atombomben. Der ist vegan. Der schlechteste für dich ist Godzilla vs. Kong wegen der Hohlerde. Oh, dann wirst du aber bei Godzilla Kong, bei dem neuen, der jetzt kommt, Schwierigkeiten haben. Alter, der brennende Zug ist auch geil. Also allein von der Bildgewalt her ist der Film schon richtig mächtig. Der Zug kommt hinterher. Und wisst ihr, gerade weil du halt hier oftmals die Sicht der Menschen hast auf das ganze Geschehen, da wirken die Kaijus nochmal wesentlich mächtiger, weil die Kamera auch von unten nach oben guckt. Klappt das alles sehr, sehr gut, finde ich. Oh,
Oh, du findest sogar Skull Island besser als Godzilla 2014. Okay, krass. Ja, die wirken auf jeden Fall beeindruckender hier. Ich habe King of the Monsters aber auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht ändere ich meine Meinung dann auch noch, wenn ich den gesehen habe. Aber im Großen und Ganzen siehst du einfach hier in dem Film ein Kriegsszenario aus der Sicht der Menschen, während die Kaiju sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Das war der Hintergedanke bei dem Film hier. Ich finde das eigentlich echt nicht schlecht. Weil er ist zwar ein Soldat, aber er wirkt halt sehr normal und sehr menschlich, ne? Nicht wie Owen. Also er kann jetzt Godzilla nicht so aufhalten oder so ein Scheiß. Denn du hast halt ja auch diese Machtlosigkeit einfach. Ja, Ehrenchan, dein Ranking ist auch meins, würde ich sagen. Nee, Quatsch. Mein Platz 1 wäre Godzilla 2014. Platz 2 King of the Monsters, Platz 3 Godzilla vs. Kong und Kong Skull Island fand ich auch nicht gut. Also von denen zumindest am schlechtesten. Stell dir mal vor, du musst so ein Krankenhaus evakuieren. Da hast du auch keinen Bock drauf, ey. Die armen Menschen da drin. Wurde Bryan Cranston nicht damals als Hauptfigur für den Film vermarktet? Der war zumindest sehr präsent in den Trailern, ja. Und auch auf allen Postern mit drauf. Poster auf allen Postern mit drauf. Aber eigentlich sind die beiden die Hauptfiguren. Elizabeth Olsen und Aaron Taylor Johnson. Die alte Charisma-Bombe. Kalifornien. Ja, stimmt, als Rodan aus dem Vulkan rausgekommen ist, das weiß ich auch noch. Das war schon eine geile Szene. Aber das ist halt alles so brachial, ne? Egal welcher Kaiju auftaucht, es ist immer so brachial. Und damit finde ich dann so die Besonderheit, wenn sowas passiert, die wird eben immer weniger. Treffen sich einfach direkt mitten in San Francisco. Übrigens, hier ist auch der erste Kaiju im Pacific Rim aufgetaucht damals, ne? Der Trespasser. Zufall? Oder Hinweis auf ein Crossover? Wer weiß das schon?
Aber ist das nicht dumm, was die gerade schon wieder machen? Also ist es nicht schon wieder dumm, was die jetzt gerade machen? Da sind immer noch Menschen auf der Brücke, die evakuiert werden sollen, aber wenn ihr jetzt mit Panzern die ganze Brücke blockiert, dann kommt da doch keine Sau mehr runter. Oh, der Schulbus. Wer kennt den gelben Schulbus noch aus Monarch Legacy of Monsters? Aber ist das auch der Schulbus? Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das sieht, wie in der Serie. Ja, der macht doch gar nichts. Oh, er macht doch was. Okay. Das war mein Fehler. Das könnte jetzt hier wirklich der Schulbus von Kate sein, ne? Aus Monarch. Man müsste sie aber eigentlich dann gleich sehen. Das ist der Schulbus, ne? Krass. Weil die Szene sehen wir auch in Monarch ganz kurz, nur aus einer anderen Perspektive. Nee. Nee, es war ja nicht der Schulbus. Weil der Bus von Kate, der kracht nämlich runter und dann sterben die ganzen Kinder im Bus. Das da hinten, einer von den Bussen ist das gewesen. Die eben gerade im Hintergrund gesehen habt. Oh, das EMP. Das ist aber schon eine geile Fähigkeit, finde ich. Weil es ist immer so krass, wie hilflos Menschen einfach sind, wenn wir ja keinen Strom haben, kein Internet haben, ey. Dann bricht ja bei uns alles zusammen heutzutage. Auch ein sehr geiler Shot. Mit der Musik noch, das ist schon ein geiler Film. Guck's dir an, ey. Und im Trailer hast du wirklich immer so suggeriert bekommen, dass Godzilla eigentlich dafür verantwortlich ist, für das alles. Aber das ist ja eigentlich der Muto. Klatsch. Das habe ich eben gar nicht gesehen, Ehrenchan. Wäre aber auf jeden Fall echt ein cooles Detail.
Aber haben die dann nicht jetzt den Muto mit ihrer beschissenen Idee mitten nach San Francisco gelockt? Warum? Wieso haben die nicht einfach, keine Ahnung. Oh. Oh, das Vieh ist auch noch schwanger. Hat er sich da gerade ein Nest gebuddelt zum Eierlegen? Ich stehe mir auf die japanischen Filme mit der Hollow Earth, macht für mich vieles kaputt und dass Kong mittlerweile zum Hauptmonster ist. Ja, mit dem Hauptmonster, das verstehe ich. Bin jetzt auch nicht der Riesen-Kong-Fan, aber die Hollow Earth, die gab es so schon auch in den alten Filmen, ne, oder? Also das Hollow Earth-Konzept, das hat nicht das Monsterverse erst erfunden. Das stimmt, gegen andere Kaiju bringt's wirklich nichts. Außer gegen Mechagodzilla. Mechagodzilla müsste definitiv gegen Muto eigentlich abstinken, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Aber ich muss den YouTube-Streamer um 15 Minuten nach hinten schieben, sonst kollidiert das mit dem Stream hier. Ja, aber die müssen ja Kong auch irgendwie stärker machen, damit der auch mithalten kann bei so Dingern. Lasst sie kämpfen, gute Idee. Mitten in der Stadt, das sind super Ideen, die ihr habt. Füttern wir die zuerst mit radioaktiver Energie und dann lasst sie halt einfach kämpfen. Was Eve zu Godzilla 1 sagt, nee, keine Ahnung. Also die Monster, generell Godzilla ist nicht so sein krasses Themengebiet. Also der guckt die zwar, wenn sie im Kino kommen, aber das ist jetzt nicht sowas, was er irgendwie dann auch mehr verfolgen würde. Da ist Sebastian dann schon eher Spezialisten der Sache. Godzilla Minus One, hat Eve den schon gesehen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe bisher nur mit Sebastian drüber gesprochen gehabt und der fand den halt auch super geil, den Film.
Jetzt kommt auch mit einer der geilsten Szenen gleich. So eine geile Szene. Ja, genau, Eva auf jeden Fall Team Kong bei Godzilla vs. Kong, das stimmt. Jetzt arbeiten die wieder so geil mit diesen Lichteffekten, mit Blitzen, mit Dunkelheit und das ist echt gut gemacht, ey. Ja, die meine ich ja. Diese Jump-Scene eben gerade, die war richtig geil. Mit den dunklen Wolken auch dann, das ist schon echt gut gemacht. Ja, auf jeden Fall, das merkst du halt echt. Und das ist halt einfach der Vorteil auch von dem Film hier, weil du eben nicht nur die menschlichen Figuren mit in die Haupthandlung mit einbindest, sondern eben auch, weil du die Kamerasicht immer von unten siehst. Also meistens aus der Sicht von den Menschen. Auch eben als die von diesem mit den Fallschirmen darunter gesprungen sind. Oder das jetzt hier. Alles von unten gefilmt. Noch mit so einer leichten Ohnmacht, dieses Rauschen da, das ist schon geil. Wie Godzillas Fuß am Airport. Ja, genau. Aber auch jetzt, der Kampf ist einfach von unten gefilmt jetzt. Jetzt nicht mehr.
Okay, da hat er jetzt seine komische, seine Eier reingelegt. Kommen da auch noch welche raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Könnte aber sein. Das ist jetzt der Kleine oder das der Große? Nee, das Männchen hatte Flügel gehabt, ne, genau sowas. Das Männchen konnte fliegen. Und das Weibchen hat auch mehr so eine Form von einem Gorilla schon fast, ne? Ach, der von Roland Emmerich, der Film geht auch, ja. Da wird viel zu sehr rumgeheult. Oh oh. Wachen die Viecher jetzt wirklich auf? Nee. Ja, schieß doch in die Eier rein. Ach, wollen die jetzt die Eier unten anzünden? Ja, okay. Okay. Das müsste zumindest schon mal funktioniert haben. Die haben eigentlich gerade Godzilla das Leben gerettet damit. Jetzt der natürlich angepisst, ne? Oder sie. Das ist ja das Weibchen jetzt hier wieder. Oh. Ja, das ist schon geil.
voll in die Presse. Das ist schon richtig gut, ey. Aber hier ist der Atomic Breath noch mehr wie so ein Hitzestrahl, ne? So ein blauer. Im Godzilla vs. Kong zumindest sieht es aus wie ein Laserstrahl, den er schießt. Super. Mehr weiß statt blau, ja, stimmt schon. Shin Godzilla fand ich auch einen super geilen Film. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Godzilla Minus One oder Shin Godzilla besser finde. Ja, die Menschen haben jetzt erst Godzilla gerettet. Jetzt muss Godzilla die Menschen retten. Ich brauche neues Wasser. Latsch weg mit dem Alten. Oh, der ist sogar schon tot. Jetzt fehlt noch das Weibchen, ne? Was hättest du in Shin Godzilla 2 denn zeigen wollen? Diese humanoiden Wesen oder was, die da aus seinem Schwanz gekommen sind? Das hat nichts mehr mit Godzilla zu tun, finde ich. Auch eine sehr geile Szene jetzt. Wo er quasi einfach merkt, dass Godzilla überhaupt nichts Böses will. Und deswegen hätte man eigentlich Aaron Taylor Johnson wiederbringen müssen. Auch wenn der kein Charisma hat, aber den Bezug, den er zu Godzilla hat, den haben die anderen Figuren später ja auch nicht mehr wirklich. Außer Millie Bobby Brown, aber die will keiner sehen. Ja, bis zum nächsten Stream. Mach's gut. Ciao, ciao. Oder rettet Godzilla nicht sogar ihn? Ja, damit ist der Plan wohl nicht unbedingt aufgegangen. Das Vieh erinnert mich an diesen Mind Slayer, den Mind Slayer hieß das Vieh, glaube ich, ne? Von
von Stranger Things. Ey, das ist eigentlich jetzt voll die Hinrichtung von diesem Vieh, ne? Zack. Jetzt geht Godzilla einfach wieder zurück ins Meer und verschwindet quasi gleich. Was wäre, wenn Godzilla wieder aufgewacht wäre, oder was wäre, wenn sich diese komischen Viecher an seinem Schwanz zu einem großen Also die Idee ist ja gewesen im ersten Konzept, dass diese Verwandlungen noch weiter hätten gehen sollen. Und nach diesem, wo dann eben dieser Schwanz aufgeht und dann kommen da diese menschlichen Viecher raus, hätten da wirklich einfach dann menschliche, humanoide Godzilla-Wesen rumlaufen sollen. Das wäre halt dann ein bisschen zu weit weg vom Thema, finde ich. Wäre vielleicht ganz cool gewesen, aber weiß ich nicht. Totality, genau. Aber so gerne ich den Film auch habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, es ist schon sehr wenig Godzilla in diesem Film. Wer hat vorhin 10 Minuten geschrieben? Ich glaube, 10 Minuten ist schon sehr großzügig geschätzt, oder? Das. Ich finde es trotzdem gut. Ja, das wäre halt echt zu weit gewesen. Da war ja auch mal ein Omniwesen geplant, dass dieses ganze Shin Godzilla-Konzept. Ich habe da mal ein Video gemacht, ganz früher. Da hat der Kanal gerade erst angefangen. Wie hieß denn das Video? Wahrscheinlich einfach Shin Godzilla. Einfach mal eingeben, Anon Kaiju vs. Shin Godzilla 2. Wenn ich es finde, kann ich es mal in den Chat posten. Ich mag den Film ja auch, ich find's gut. Ich sag nur, mir ist halt eben aufgefallen, dass der wirklich sehr wenig mit dabei war. Also nicht mal 10 Minuten, glaube ich zumindest. An mir gefällt. Hier, Shin Godzilla 2, das war geplant. Vor 2 Jahren hochgeladen. Nicht erschrecken, wenn es gerade anfängt, mal kurz zu laggen. Das ist gleich wieder vorbei, jetzt wieder vorbei. Wieso kann ich denn keine Links hier rein posten? Jetzt leckt's nochmal ganz kurz. Nochmal nicht erschrecken. Ich mach's gleich wieder weg. Müsste jetzt ganz kurz durch. Kopieren. Jetzt müsste es wieder gehen, okay. Ne, ich kann es hier nicht reinposten. Dann gibt einfach mal einen bei YouTube an und Kaiju vs. Shin Godzilla 2. Ne, Quatsch. Ah, Shin Godzilla. Titel von dem Video ist einfach nur: Das war geplant. Gut, Godzilla einfach aussieht dann. Der Film, wann kam der raus? Auch 2014 kam der raus, ne? Kam nicht auch Jurassic World 1 2014 raus?
11 Minuten 16 Sekunden hätte Godzilla Screamtime im Film. Okay, es kam halt viel weniger vor, ey. Kam Jurassic World 2015 raus? Ja, 2015 kam der erst raus, stimmt. Ein Jahr danach. Es war aber eigentlich eine krasse Zeitspanne dann. Das heißt, wir hatten erst Godzilla 2014, dann hatten wir ein Jahr später Jurassic World und ein Jahr darauf dann Shin Godzilla. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen zu viel hier. Wie sie jetzt dann noch so pfeifen und noch so klatschen und jetzt läuft Godzilla als Held raus, tritt aber nochmal schön auf die vollbesetzte Straße dabei drauf. Genau jetzt, Achtung, jetzt sterben einfach gerade nochmal 50 Menschen. Und es wird so heroisch angehoben, so. Ah, was ein tolles Tier. Sind vorhin ungefähr 30 Kinder mit dem Schulbus ertrunken. Aber trotzdem ist es ein Held. Richtiger Held, ein richtiger Hero. Dieselbe Szene wie die jetzt hier mit einer anderen Musik drunter gelegt. Mit eher so einer düsteren Musik, wo vielleicht noch jemand erwähnt, dass das gar nicht mal so ungefährlich ist, dass das Vieh immer noch am Leben ist. Wäre vielleicht passender gewesen. Als den noch abzufeiern. Naja. Das war's. Godzilla 2014. Ich fand ihn trotzdem wieder geil. Dieses ganze dezente Zeug da, ich sag euch, dass das Godzilla 2 für mich eben schlechter machen wird, weil der eben so overloaded ist mit Kaiju, mit Bum Bum und Krach und Piu-Piu-Piu. Hat mir echt gut gefallen. Größter Kritikpunkt an Godzilla 2014 ist einfach das Ende eben gerade gewesen. Das hätte ich nicht gebraucht, dieses... Ja, ey, gut gemacht, du hast Kinder getötet, geil, cool. Das hätte ich echt nicht gebraucht gerade. Ich meine, der Original-Godzilla von 54, genau, 54, der endet ja damit, dass auch Godzilla getötet wird. Und dann wird aber nochmal so ein, Achtung, Spoiler, so ein Spruch abgelassen von wegen, ja, wir haben jetzt zwar eine Waffe entwickelt, die Godzilla vernichten kann, die das Monster vernichten kann, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass diese Waffe nicht das nächste Monster wird. Sau der clevere Spruch. Das ist einfach, ja, wirklich so, ne? Das ist diese ganze Warnung auch vor diesem scheiß Aufrüsten. Da hat einer eine Atombombe, da muss der andere noch einen draufsetzen und noch einen und noch einen und noch einen. Und wir tarnen das immer alles so, als wären das, um uns selber zu schützen. Und dabei wissen wir eigentlich alle, wenn das einmal kracht, sind wir alle weg vom Fenster. Und das hätte der Film vielleicht nochmal so ein bisschen mit einbauen können zum Schluss, statt ja, diese heroische Musik und du siehst dann sogar noch, wie er auf die voll befahrene Straße drauf tritt, wo noch Autos mit Menschen standen und die Leute jubeln. Geil gemacht. Hätte man vielleicht nicht mehr drehen müssen. Aber gut. Mein größter Kritikpunkt ist das Marketing mit Bryan Cranston. War das so krass gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass der in jedem Trailer mit dabei gewesen ist und ja. Trotz allem hat man den rausgenommen, bevor Godzilla auch nur ein einziges Mal gesehen wurde. In meinem Kopf war das so, dass Godzilla sogar mal kurz auf Bryan Cranston trifft. Und dass er ihn zumindest einmal sieht in irgendeiner Form. Der Film war geil, ich finde ihn auch gut. Bryan Cranston hätte mehr Time verdient, fand ihn. Ich wette, die haben den echt einfach nur an Bord geholt, um den in so ein Marketing-Ding reinzupacken. Aber trotz allem hat's Bock gemacht, war ein guter Film. Haben wir jetzt noch Zeit, ungefähr 45 Minuten und dann starten wir auf YouTube live unseren Talk zum Godzilla 2014er Film, würde ich sagen. Ja, schönen guten Tag an alle. Schönen guten Tag dir auch, lieber Doktor. Ja, wir sind aber hiermit erstmal jetzt fertig auf Twitch und treffen uns dann um 14 Uhr wieder auf YouTube live zu unserem Talk zu Godzilla 2014.
hat Bock gemacht. Ich denke mal, wir schauen jetzt in Zukunft einfach alle Filme, die wir dann auch live auf YouTube besprechen oder generell auch vielleicht diese Jurassic World Animationsserie gucken wir einfach live hier auf Twitch und dann ja, macht's wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß noch. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis gleich auf YouTube. Ciao, ciao.